Headbang-Modus an, denn Haribo Goldbeeren Wacken ist da. Ja, die offizielle Festival-Wacken-Edition schmeckt leider nicht nach Dosenbier, sondern nach Fassbrause, aber wird trotzdem jetzt ausprobiert. Willkommen bei der Foodshow. Ihr habt schon das gesehen, die Haribo Wacken-Edition. Headbang-Modus an. Bei mir geht das noch nicht, ich habe zu kurze Haare, aber Headbang-Modus mit den Haribo Wacken. Ja, Wacken, das große Festival, was glaube ich jeden von euch irgendwie ein Begriff ist, selbst wenn du noch nie da warst, ich war da auch noch nie, hat man von Wacken schon mal gehört. Und ich fand es echt verrückt, dass Haribo eine Wacken-Edition macht. Kommt zum 100-jährigen Geburtstag, ist eine einmalige Edition, wie es aussieht, soll streng limitiert sein und schmeckt leider nicht nach Dosenbier, das hätte ich jetzt wirklich geil, ein bisschen geil gefunden, so Gummibärchen, die nach Bier schmecken, gibt es ja, habe ich auch schon probiert, gibt es ja in einigen. Das hätte ich hier jetzt echt geil gefunden in der Kombination. Hier schmeckt es nach Fassbrause. Der Geschmack ist also ein bisschen so allgemeiner gefasst. Fassbrause ist ja auch ein mega Kult geworden und wird auch auf Wacken getrunken, aber Bier wird da, glaube ich, mehr getrunken. Ja, und hier bekommt ihr einmal Fassbrause Zitrone in den schwarzen Haribo Goldbeeren und einmal in den roten, die Holunder-Version. Ja, das sind sie. Gibt es, wie gesagt, im Online-Shop. Tüte kostet 99 Cent, also auch relativ günstig. Es gibt auch so ein 5er-Paket, da kriegt ihr dann 5 Tüten plus Versand. Dann seid ihr sogar ein Ticken günstiger, als wenn ihr euch 5 Tüten und plus Versand zahlen müsst. Weil ihr müsst, glaube ich, über 10, 15 Euro kommen, damit ihr versandkostenfrei bestellen könnt. Darum ist das ja, eine limitierte Auflage, wo ich gesagt habe, bestelle ich mir direkt eine 5er. Die werde ich auch direkt los, muss ich mir sorgen. Eine Tüte esse ich, eine hebe ich auf, die anderen 3 werden verschenkt. Ich weiß direkt, wen ich die schenken kann. Also, das ist einfach eine lustige Edition. Auch mit dem Wacken-Stier da drauf. Ja, was ist hier eigentlich genau drin? Es sind keine vegetarischen oder veganen Haribos. Da müssen wir schon mal drauf eingehen. Es ist einfach eine klassische Version. Mit den Zutaten wie Glukosesirup, Zucker, Gelatine, wird, denke ich mal, dann aus Schwein sein. Dextrose, Säuerungsmittel, Sonnenblumenöl, färbende Konzentrate, Bienenwachs als Überzug, Farbstoff aus Pflanzenkohle ist auch noch ein bisschen mit drin, um das Schwarz mehr reinzukriegen. Das war's. Ja, und sonst haben wir hier 334 Kalorien auf 100 Gramm. 175 Gramm hat so eine Tüte, davon sind 46 Gramm Zucker. Ja, mehr kann ich euch dazu nicht sagen, außer, dass wir sie jetzt gleich probieren werden. Ihr kriegt jetzt eine Nahaufnahme und da bin ich gespannt, was sie können. Ja, ihr Lieben, und hier sind sie, alle schon vom Festival umgefallen und liegen aufeinander. Ja, die Haribo Wacken. Auf jeden Fall schon eine coole Farbe. Dieses Schwarz mit dem Rot, das Rot kommt hier ein bisschen zu hell, finde ich, auf dem Display wieder. Also ich muss es an sich fast noch dunkler machen. Aber das sieht echt cool aus. Das ist einfach eine tolle Farbkombination. Und wenn man die mal aufgeschnitten sieht, dann sehen wir auch innen drin dieses klassische Haribo, aber sie sind wirklich wunderschön soft, muss man sagen. Also sie haben keine zu feste Konsistenz, sie lassen sich schön drücken. Also da habe ich Bock drauf, reinzubeißen. Und das machen wir jetzt auch. Die Haribo Wacken Edition wird jetzt ausprobiert. Und jetzt können wir sie probieren. Sieht auf jeden Fall cool aus. Also dieser Schwarzton ist echt krank, muss ich sagen. Also so dunkle Haribos habe ich, glaube ich, noch nie vorher gesehen. Aber warum nicht? Warum auch nicht mal in so eine Richtung gehen? Also gerade solche Sachen sind ja auch was Besonderes und es passt einfach auch, finde ich mal ganz cool. Um einfach auch ein bisschen dieses Thema, ja, Metal und Schwerkraft, du warst mal cool, wie Homer Simpson mal gesagt hat. Ja, wollte ich mich gerade schön auf diesem Hocker vor mir abstützen und auf einmal ging es nach hinten. Ja, aber es ist ja, wenn man diese Reportagen über Wacken und so sieht, selbst die Omas, die da in dem Ort und alles wohnen, selbst die feiern das ja, dass die Leute jedes Jahr kommen und da richtig abgehen und mögen auch die Musik. Und das ist halt cool. Also Wacken ist wirklich so ein Event geworden, was vielleicht nicht mehr ganz den Grundcharakter hat, den Wacken vielleicht mal hatte, aber trotzdem immer noch einen total geilen Charme hat. Aber für mich persönlich wäre es, glaube ich, auch nichts. Es ist auch nicht meine Musik. Aber ich mag Essen. Da probieren wir jetzt die Gummibärchen. Ich probiere erstmal die dunkelschwarzen. Ein sehr, sehr intensiver Geschmack, muss man sagen. Wir sind nicht zu weich, aber auch nicht zu fest. Also man merkt, dass sie noch frisch produziert sind. Das ist ja auch mal ein gutes Argument. Aber sie sind wirklich sehr, sehr intensiv zitronig. Die ganze Zeit beim Draufbeißen, dieser Haribo-Zitronengeschmack, der sehr, sehr lange hält und trotzdem noch diesen gewissen Pfiff einfach drin hat. Für Fassbrause fehlt natürlich für mich noch so ein bisschen dieses Prickeln von Kohlensäure. Das kriegst du da. Da hätten sie vielleicht, wenn das gehen würde, in so Fruchtgummi ein bisschen Brausepulver einarbeiten, damit du vielleicht diesen leichten Prickelcharakter hättest. Haben sie jetzt hier nicht gemacht. Vielleicht ist das eine Idee, die möglich ist. Ich weiß es nicht. Aber Zitrone ist echt nicht schlecht. Also hat einen sehr, sehr intensiven Geschmack. Und Holunder.
Hier ist ein bisschen dezenter, schmeckt schön nach Holunder, aber sehr, sehr dezent. Ja, schmeckt jetzt, finde ich, nicht genau nach Fassbrause. Also schmeckt nach der Zitrone vielleicht schon ein bisschen zu, und das Holunder schmeckt einfach nach Holunder. Was nicht schlimm ist. Geschmack ist gut, Design ist geil. Ich hätte mich hier, wie gesagt, über was Verrückteres gefreut. Oder vielleicht eine Wacken ab 18 Version, wirklich mit so Biergummibärchen oder so. Wirklich mit so ein bisschen verrückt sein einfach mal. Vielleicht kommt das ja nochmal irgendwann. Aber hier würde ich sagen, gute Edition. Nicht ganz der Geschmack, der versprochen wird von Fassbrause, aber trotzdem lecker. Punktemäßig 4 von 5 Punkte. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht der Ober-Shit. Es geht mir, glaube ich, hier mehr ums Design, um allen drum und dran. Aber sie ist auf jeden Fall lecker. Man kann sie machen. Cool wäre natürlich, wenn sie das auf vegetarisch oder vegan Basis noch gemacht hätten. Also ohne Gelatine. Das ist ja, glaube ich, das Einzige. Na, ohne Gelatine wäre das Bienenwachs drin gewesen. Dann wären sie ja wenigstens vegetarisch gewesen. Aber mal gucken, was in Zukunft passiert. Andere Hersteller machen sehr gut vor. Auf jeden Fall finde ich es cool, dass es so eine Edition gibt. Und ich bin jetzt gespannt, was ihr zu dieser Edition sagt. Wartet schon mal auf dem Wacken-Festival oder auf dem Wacken. Wartet schon mal auf dem Wacken-Festival. Wie ist die Edition was für euch? Wie findet ihr die Geschmacksrichtung? Hättet ihr vielleicht Biergummibärchen erwartet oder Brause irgendwie drin, damit es prickelt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Ich und Barney gehen jetzt noch eine Runde Headbang. Nein, Barney vielleicht. Der hat genug Haare und Ohren. Also bei dem sieht das hier ganz lustig aus. Aber ich nicht. Darum sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob.